Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir, ich bin Melli. Und heute mache ich mal ein Video, was so ein paar mehrere Themen abdeckt. Und zwar wurde ich jetzt schon ganz oft gefragt, Melli, kannst du mal ein Video machen zu Wohnwagendekoration? Natürlich kann ich das. Das Ding ist, ich habe echt lange darüber nachgedacht, was ich euch da zeigen kann. Ich bekam ganz oft die Zuschrift, Mensch Melli, wie kann man denn seinen Wohnwagen dekorieren? Und für mich ist das tatsächlich so ein bisschen klar wie Kloßbrühe. Fängt halt bei Kleinigkeiten an, die wirklich mit ganz geringem Aufwand zu machen sind. Und dann geht es über bis zu Sachen, die ein bisschen mehr Aufwand haben. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten, wie man seinen Wohnwagen ein bisschen individuell gestalten kann. Da ist was dabei, was ganz einfach ist. Und dann ist da was bei, was vielleicht, muss ich mal gucken, vielleicht mich selbst sogar an die Grenze bringt. Ich würde sagen, let's go! So, fangen wir mal bei so ganz Basic-Sachen an. Also für mich ist das tatsächlich etwas, was total klar ist. Aber es gibt ja auch manche Leute, die für die ist das nicht so klar. Und deswegen sage ich es einfach. Womit man wunderbar dekorieren kann, sind Kissen. Ich habe wirklich ganz viele Kissen. Ich habe sehr, sehr viele Kissen. Einfach, weil ich es schöner finde mit Kissen. Ich zeige euch mal ganz kurz. Das sieht echt schrecklich aus, wenn ich die wegnehme. Okay, dahinter liegt jetzt noch meine Fahne. Aber nur mal so als Eindruck, ne? Ohne Kissen ist das gleich so nackig. Und sobald da Kissen liegen, sieht es irgendwie gleich viel wohnlicher aus. Und deswegen habe ich einfach verschiedene Kissen genommen, weil ich das auch einfach hübscher finde. Weil das dann nicht so spießig. Das klingt jetzt gemein, aber ich mag es nicht, wenn es zu einheitlich ist. Und deswegen, ja, Kissen, super einfach. Zack, einfach hingeschmissen. Fertig. Und schon sieht es gleich netter aus. Dann mache ich das grundsätzlich, aber das ist auch, ich habe ja nur einen sehr kleinen Wohnwagen. Ich habe immer eine Tagesdecke drüber. Und was ich mir hier angewöhnt habe, ist, ich habe hier entweder ein Fell drauf liegen oder im Sommer wechsle ich zu einer Decke. Warte, zeige ich euch kurz. Ja, im Sommer habe ich halt so eine Decke da drauf liegen. Die hat wirklich gar keinen Sinn. Ich benutze die nicht zum Zudecken. Die ist einfach nur rein dekorativ, weil es sieht irgendwie gleich netter aus. Ne? Also von daher, ganz einfach Kissen, Tagesdecke, vielleicht noch eine Decke querlegen. Zack, ist schon auf jeden Fall das Bett. Bisschen hübscher als vorher. So, mal gucken, was kann man denn noch machen? So, was man noch machen kann. Ich habe hier im Wohnwagen so eine Oberschränke. Die sind einfach so aus Holz und ja, ganz normale Oberschränke halt. Was ich gemacht habe, das habe ich bei Instagram gesehen. Das hat nämlich eine gemacht. Fum. Ich habe da einfach Gummibänder drum gespannt. Das sind ganz schlichte Gummibänder. Die kriegt man zum Teil bei Rossmann oder Butni oder irgendwelchen Läden, die so eine kleine Nähabteilung haben, kann man Gummibänder kaufen. Ich habe sie mir jetzt in den Happy Camping Farm geholt, in weiß und pink. Man kann sich die auch in schwarz holen oder in grün oder in blau, je nachdem, wo man Bock drauf hat. Oder man guckt mal im Internet, da gibt es bestimmt auch eine Riesenauswahl. So, und jetzt denkt man, wie befestigt man die? Ja, ganz einfach. Ist wirklich super einfach. Die werden einfach nur geknotet. Also guckt, ich habe hier einfach einen Knoten reingemacht. Also drei, glaube ich. Und die halten. Also die sind nicht nochmal extra geklebt. Die halten einfach so, wie es ist. Das ist ganz simpel. Und was man da dann machen kann, das zeige ich euch. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich hoffe, ich konnte das gut einstellen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir so kleine Klammern besorgt. Da. Und da hänge ich jetzt einfach ein paar schöne Karten auf oder Bilder oder worauf man Bock hat. Das kann man natürlich dann auch immer wieder wechseln. Das ist halt das Coole, ne? Ich mag es ja, wenn man immer so ein bisschen individuell das mal auch wechseln kann. Oder wenn man zu Weihnachten kann man sich da Weihnachtssachen draufhängen. Oder wenn man irgendwo eine schöne Erinnerung mitgebracht hat, kann man das da auch aufhängen. Von sowas bin ich ein großer Fan. Zack. Und noch eine. Zack. So. Und das habe ich halt nicht nur an der Schranktür gemacht, sondern das habe ich auch schon an der Schranktür gemacht. Und
hier. Und hier ist noch die Besonderheit, ne? Das sind ja hier meine Jungs. Hier habe ich noch eine kleine Lichterkette befestigt. Das sieht halt abends total süß aus, ne? Das ist so eine ganz dünne kleine Lichterkette. Und da bin ich ganz schlicht gewesen und habe das jetzt einfach hier so reingeschmissen in meinen Schrank. Fertig. Und das sieht echt süß aus. Hier ist auch noch eine Lichterkette mit dran. Ne, das ist ja so unser Moderatorenteam. Fehlen jetzt noch zwei, der Roland und der Peter. Die sind nämlich noch nicht vor meine Polaroid-Kamera gehüpft. Aber die kommen da auch noch dran. So, und so kann man sich das einfach ja, ein bisschen muckeliger machen. Was kann man noch machen? Eine Sache, die ich auch total liebe, ist mein Vorhang. Guckt mal. Also ich habe ja nur diesen winzigen Wohnwagen, aber ich finde, ich bin so ein, ich mag es muckelig, ich mag kuscheln, ich mag es im Bett zu liegen und dort einfach eine gute Zeit zu haben. Und da dachte ich, kann ich das so ein bisschen separieren, aber es soll mich auch nicht erschlagen. So, und dann habe ich mir einfach hier aus dem schwedischen Möbelhaus diese Gardine geholt. Diese, ja, was ist das, Spitzengardine, Oma-Gardine, keine Ahnung. Und habe die hier aufgehangen. Und zwar habe ich die aufgehangen mit, große Überraschung, einer Gardinenstange. Und die habe ich da oben einfach reingeschraubt, seht ihr das? Und die kann man halt so rausnehmen, zack. Die ist ganz leicht, das muss ja immer alles leicht sein bei uns hier im Wohnwagen. Und dadurch kann ich ja einfach nochmal so ein bisschen so ein Separé schaffen. Und ich finde das echt ganz süß. Und es wiegt halt nichts, ne? Muss immer schön sein und nichts wiegen. Und genau die gleiche Gardine, um das wieder aufzugreifen, habe ich auch hier in meiner Tür genommen. Da hatte ich vorher, als ich den gekauft habe, war hier so ein ganz klassischer Campingvorhang drin. Diese Fransendinger, die mag ich persönlich wirklich gar nicht. Ich habe jetzt auch keine Fliegenschutztür und deswegen ist das hier wie eine Fliegenschutztür. Und funktioniert super. Was ich hier gemacht habe, ist... Oh, jetzt fällt es raus. Ich habe unten, das muss ich nochmal festnähen, so ein Bleiband reingemacht, weil dadurch, dass das ja die Tür ist und manchmal der Wind kommt, weht dieser Vorhang hin und her. Und dann habe ich halt so ein Bleiband gekauft. Seht ihr das? Das ist schwer. Und das habe ich da unten reingetan. Das muss ich jetzt nochmal festnähen, aber dann hängt der Vorhang auf jeden Fall. So, was kann man denn noch machen? Womit ich ja total gerne arbeite, sind Sticker. Und das hier ist auch einfach nur ein Sticker, den ich auf die Tür gehangen habe. Weil meine Tür, wie ihr seht, ist nun mal einfach super, super schlicht. Große, große Wand. Dachte ich, unterbreche ich, indem ich einen Sticker drauf tue. Genauso wie hier. Da habe ich auch einen Sticker, unser altes Logo. Ich habe den Vorteil, mein Vorbesitzer hat hier in der Ecke noch ein kleines Regal angebracht. Das ist von Adria so nicht dort gewesen. Das heißt, dort wäre auch wieder eine weiße große Wand gewesen, beziehungsweise hier dieser Beige-Ton. Er hat dann noch ein Regal angebracht aus diesem super dünnen und leichten Holz. Ja, und was kann in ein Regal rein, in so ein offenes? Deko. Da muss man sich aber bewusst sein, die muss während der Fahrt rausgenommen werden. Ich weiß noch, ganz am Anfang, ich hatte den Wohnwagen neu, habe alles dekoriert, bin losgefahren und danach war alles draußen. Ein paar Sachen waren kaputt und seitdem weiß ich, es muss alles zur Fahrt rausgenommen werden und gesichert werden. Ich persönlich habe aber große Freude daran zu dekorieren. Von daher ist das für mich immer Ankommen im Urlaub oder Ankommen im verlängerten Wochenende, whatever. Ich packe das dann immer alles aus und ich mag es halt, ne? Ich habe hier halt so ja, künstliche Pflanzen, weil ich gehe ja hier nun nicht gießen, ne? Fotos kann man auch immer wieder schön austauschen, erinnern an schöne Momente. Ja, und das Ganze habe ich natürlich dann auch beleuchtet so ein bisschen. Warte mal, hier, ja. Einmal kurz den Schalter holen. Das habe ich nämlich hiermit. Das ist gleich das nächste Ding, was ich euch zeigen kann. Warte, zack. Zwar habe ich hier, weil ich habe ja nun, der Wohnwagen ist 30 Jahre alt, keine große Ambientebeleuchtung, habe ich hier einfach in der Ecke Kabel, da kommt noch ein Kabelkanal hin. Und dann habe ich hier, seht ihr das, so eine Lichter, so eine Klebeleiste hingepackt. Und da die so lang war, geht die hier innen drin noch weiter so. Und das kann ich jetzt halt einstellen, wie ich lustig bin. Das ist jetzt pink, deswegen, pink, was haben wir denn noch? Grün, rot, naja, letztendlich alle Farben, die ihr hier seht, da. Einfach mal eingeben, irgendwie bei Amazon Lichterkette oder Lichterschlauch. So, ich mache wieder pink. Yes. Und aus. Ist ja hell genug. So. So.
Boah, jetzt das. Und jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Sachen, die ich mit euch jetzt vor Ort machen will. Ich habe es schon an einer Stelle begonnen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. So, passt mal auf. Das hier sind die ursprünglichen Türgriffe. Ne? So Holzoptik. Wenn man aber genau hinguckt, ist es Plastik. So, ich bin ja ehrlich. Ich finde sie jetzt nicht schlimm, aber ich finde sie auch nicht schön. Sie sind halt irgendwie neutral, weil sie ja so halb da drin untergehen. Aber sie flashen mich jetzt nicht. Und ich dachte, warum nicht mal austauschen? Und zwar mag ich ja so Ledergriffe total gerne. Ne? Man kann die halt schon fertig kaufen. Dann kosten die aber tatsächlich auch einen Taler. Oder man macht es selber so. Und ich habe dann echt überlegt, welche Farbe nehme ich hier? Ich hatte zuerst überlegt, ob ich schwarz nehme. Weil schwarz finde ich ganz cool. Schwarz ist zeitlos und passt eigentlich immer. Aber ich hatte die Befürchtung, dass auf meinen Schränken hier, wenn das schwarz ist, dass das zu präsent ist. Und deswegen habe ich mich für eine Farbe entschieden, die so ein bisschen untergeht. Und ich bin großer, großer Fan von Metallic. Das sieht man auch da. Ich habe jetzt Leder genommen. Das ist echtes Leder, welches aber oben halt so mit Metallic Farbe gefärbt ist, beklebt ist, whatever. Zumindest habe ich mich für Kupfer entschieden. Ich hatte auch noch zur Auswahl Rosa. Ich dachte, das könnte auch schön aussehen. Aber das war mir dann nicht harmonisch genug mit dem Holz. Und von daher habe ich mich für das Kupfer entschieden. So, das kommt auf so eine Rolle in meinem Fall. Ich habe das bei Etsy bestellt. Und jetzt nehme ich euch mit, wie wir hier alle austauschen und einfach mal überall Ledergriffe machen. Habt ihr Bock? Dann bleibt dran. So, ihr Lieben, also, ich bin da tatsächlich etwas blauäugig rangegangen. Also, falls ihr jetzt denkt, dass ich hier groß irgendwas geplant habe, das ist nicht so der Fall. Ich habe auf gut Glück einfach halt ein so ein Band bestellt gehabt und wusste nicht genau, wie lang. Also, die Verkäuferin hatte schon geschrieben, dass es zwischen, weiß ich jetzt nicht, 1,20 oder 1 Meter 1,20 lang ist. Und habe gedacht, passt schon, weil ich hatte keine Ahnung, wie lang muss dieser Lederschnipsel sein, damit er letztendlich gut als Türgriff fungieren kann. Letztendlich kam dieser Lederschnipsel, ich habe ihn ausgemessen und durch meine Anzahl der Türen geteilt, was bei mir 2, 4, 6, 8, 9 Türen sind und kam da auf eine Länge von 15,7 cm, wenn ich das fair aufteile. Dann habe ich 15,7 cm mal so genommen, habe das so an so eine Tür rangehalten und habe für mich befunden, das passt, das sieht gut aus. So, und deswegen ist jetzt mein Job, das Teil immer 15,7 cm auf der Länge abzuschneiden. Das erscheint mir jetzt nicht so schwer, deswegen mache ich das jetzt mal und wahrscheinlich das Ganze einmal im Zeitraffer. So, was ich gemacht habe ist, das sieht man hier so ein bisschen, ich habe das Ende einmal umgeschlagen und habe dazwischen ein bisschen Sekundenkleber gemacht, damit das, ich dachte, einfach ein bisschen verstärkt ist. Plus, ich mag es, wenn das hier so geschlossen ist und nicht offenes Leder da so rumfranst. Und das machen wir jetzt. So, also, ich habe jetzt hier so einen Sekundenkleber. Das ist jetzt in dem Fall einer von HG Power Clue. Das ist eigentlich einer mit zwei Phasen. Der hat noch einen weiteren Bestandteil dabei. Das ist so ein Pulver. Aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Kann man jeden Sekundenkleber nehmen oder, keine Ahnung, normalen, wie heißt es hier, Bastelkleber oder so. Hauptsache, ich kriege das ein bisschen zusammengeklebt. Und jetzt dachte ich mir, mache ich das so circa einen Zentimeter an beiden Seiten. Und dann passt das nämlich hier auch ganz gut mit den Schrauben so überein. Na, also so ganz groben Zentimeter. Das kommt dann da ganz gut hin. Ja, einfach immer so ein bisschen Kleber. Oh, jetzt kriege ich das nicht auf. Nicht nachmachen, aber ihr habt es ja nicht gesehen. Ich habe es gerade meine Zähne geöffnet. Das macht man nicht. Dann mache ich hier so ein bisschen Kleber drauf. Und dann klebe ich es zusammen. So. Fertig. Das mache ich jetzt ganz oft. Das geht auch relativ schnell, muss ich sagen.
Fertig sind sie. Tada! Schnell den Kleber wieder zu, damit er nicht austrocknet. So, und jetzt habe ich hier meine ganzen Türgriffe im Prinzip. Und was ich jetzt mache ist, ich bohre hier Löcher durch. Deswegen, also man braucht es nicht zusammenkleben, aber ich für mich habe entschieden, mit zusammengeklebten Enden ist es leichter, weil A, ist das jetzt auch so ein bisschen verhärtet da drin, weil das ja zusammenklebt. Und wenn ich jetzt ein Loch bohre, dann treffe ich auf jeden Fall genau die richtigen Stellen, weil ich bohre die Löcher schon mal vor, damit ich dann im Endeffekt die Schrauben nur noch durchstecken muss. Let's go! So, manchmal muss man ja improvisieren. Jetzt habe ich gerade überlegt, wie bohre ich am besten jetzt hier die Löcher rein, ohne dass ich in mein Mobiliar reinbohre. Jetzt habe ich mir hier eine Flasche genommen und habe die Flasche oben nochmal mit einer Unterlegscheibe bedeckt und versuche da jetzt einfach mal durchzubohren. Ich hoffe, das funktioniert. Huch! Cool. Loch. Okay, nein, so geht das nicht. Ich kann mir nicht in den Finger bohren. So, und weil das Loch nicht groß genug ist, franze ich das jetzt noch so ein bisschen aus. Man kann natürlich auch gleich einen richtigen Bohrer nehmen, der die richtige Größe hat, habe ich aber nicht. So, ihr Lieben, so sieht das dann aus. Zwei Löcher. Und was ich jetzt benutze, sind Flachrundschrauben. Das sind die hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die kommen da jetzt durch. Und dann, hier muss ich es tatsächlich schrauben. Aber das ist okay. Also besser ein bisschen zu klein das Loch und das schraubt sich da so rein, als wenn es zu groß ist. So, seht ihr das? Zack. Und hier. Ah, hier passt besser. Hier habe ich ein bisschen besser ausgefranst. So sieht es dann aus. Und jetzt müssen natürlich die hier ab. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Zack. So. Neues drauf. Mal gucken. Voila. Und jetzt wird das Ganze mit kleinen Muttern hinten gesichert. Ich weiß nicht, seht ihr das überhaupt? Doch, müsstet ihr eigentlich sehen. Naja, es ist halt eine Mutter auf eine Schraube drehen, ne? Nummer 1. Und Nummer 2. So, wenn man jetzt richtig cool wäre, würde man noch eine Mutter dahinter setzen. Die kontert das Ganze dann und dann löst sich das auch nicht durch Vibration. Das werde ich auf Zeit gesehen machen. In diesem Set, was ich jetzt hier gekauft habe. Warte, seht ihr es da? In diesem Set, was ich gekauft habe, war jetzt halt immer eine Schraube plus eine passende Mutter dabei. Aber ich werde nochmal auf Zeit gesehen noch eine weitere Mutter hier hintersetzen. Dann ist das gekontert und dann geht das nämlich nicht mehr auf. So. Zack. Und so sieht es dann aus. Seht ihr das? Ach nee, ich halte meinen Kopf zu hoch. Da. Ich habe das Ding nämlich auf dem Kopf sitzen, die Kamera. Ihr glaubt es nicht, wie ich aussehe. So, das ist es. So, und dann kann ich es nämlich aufmachen und zumachen. Und ich liebe es. Ich finde das so schön. Sehr, sehr cool. Auf Zeit gesehen wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen auslappern und so. Das ist ja ein Naturprodukt, ne? Von daher, ja, so, das werde ich jetzt mal hier überall machen. Und dann habe ich noch was mit euch vor und da habe ich ein bisschen Schiss vor. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt alle Türgriffe ausgetauscht. Plus, ich habe jetzt nochmal die Klammern hier so ein bisschen einheitlich gemacht. Das finde ich ganz schön, weil das farblich sich wieder aufgreift. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es geworden ist. Ich finde es tatsächlich echt ganz cool. So, jetzt gehen wir mal ein Stück hier rückwärts. Gut. Da natürlich auch. Und hier selbstverständlich auch. Richtig cool und es funktioniert auch ganz wunderbar. Zack, zack.
So, das war jetzt der erste Streich. Ich habe gesagt, ich habe noch was mit euch vor, was jetzt ein bisschen mich wahrscheinlich an meine Grenzen bringt. Ich zeige euch mal was. Es geht um diese Arbeitsfläche. So, die hat halt dieses Muster, was jetzt ja nun auch nicht schlimm ist. Ich finde es wirklich nicht schlimm, aber kennt ihr das? Manchmal möchte man Veränderung haben. Und diese Veränderung möchte ich jetzt bewirken mit Dezifix Design Folie in so einem, ja, was ist das? Grau-Steinoptik oder sowas. Das passt auch hier perfekt drauf. Das habe ich tatsächlich einfach nur geschätzt. Seht ihr das? So, dann muss ich im Prinzip das Stückchen hier abschneiden und will das da oben drauf kleben. Da mal gucken, wie es aussieht und ob es funktioniert. Und dann, wenn das geglückt ist, bin ich am Überlegen, ob ich hier hinten diesen schmalen Streifen auch noch klebe. Der könnte mich allerdings echt an meine Grenzen bringen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Von daher, let's go! So, jetzt habe ich das ganze Ding einmal sauber gemacht mit so einem Anti-Fett-Ding, damit das auch möglichst entfettet ist. Und jetzt habe ich mir hier diese Dezifix Designfolie geholt und will die da jetzt draufbappen. Ich habe gehört und schon ein paar Mal gelesen, man soll dann da Spülmittelwasser drunter machen, damit das so ein bisschen besser gleitet, damit man eventuell, wenn es schief ist, das noch ausrichten kann. Und das würde dann da ja irgendwie wieder draus runter rauskommen und keine Ahnung. Ich bin immer nicht so ein Spülmittelfreund bei sowas. Und ich muss zugeben, ich habe kein Rakel. Normalerweise braucht man ja ein Rakel. Das ist ja sowas wie so ein Plastikding in hart, womit man dann so die Blasen rausdrückt. Habe ich auch nicht. Ist mir mal gerade so aufgefallen. So, das hier habe ich mir jetzt hier geholt. Ja. Und das passt hier so ziemlich drauf wie Arsch auf Eimer. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, das war ein schnelles Auto, ob ich das schon vorher zuschneide. Ich glaube fast ja, weil ich glaube, das kommt ziemlich genau hin. Kommt das hier unten auch hin? Oh, ist das geil. Seht ihr das? Hier sind nämlich so vorgefertigte Gitterlinien drauf. Und witzigerweise passt es bei mir ziemlich akkurat, so dass ich das da schon mal abschneiden kann. Das finde ich natürlich geil. Das ist für mich super. Das mache ich dann nochmal glatt. Voila! Oha! Das wird spannend. So, jetzt habe ich hier Spüli reingemacht und Wasser und werde das jetzt hier einmal einsprühen. Oh Gott. Ich weiß auch nicht mal wie viel, keine Ahnung. So. Das ist auf jeden Fall voll. So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt professionell ist oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist okay. Oh, es riecht nach Himbeeren. Ich habe Himbeerspülmittel. Jetzt. Oh, scheiße. Jetzt will ich hier so die eine Seite schon mal so komplett gelöst haben. So, jetzt habe ich hier schon mal oben so einen Streifen frei gemacht und jetzt versuche ich das hier einfach mal so drauf zu bappen, ne? Oh, das flutscht aber ganz schön mit der Seife da drunter. Mit dem Spiegel. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, hier kommen schon die ersten Blasen. Oh oh.
Immer schön die Blasen rausstreichen. Warte mal, ich habe jetzt keinen Rakel, das ist natürlich blöd. Aber, ich bin ja Camper, ich improvisiere natürlich. So, ich habe hier noch so ein altes Dreieck. Und immer von der Mitte zum Rand. Das ist ja ganz klar, weil wir so die Luft rausdrücken, ne? Oh, habt ihr das da gerade gesehen? Es kam vorausgespritzt. Hier ist irgendwie... Aha. Okay. Geil. So, guck mal. Also es ist ziemlich eben geworden. Alter Vater. Und das Coole ist, das ist ja so ein bisschen strukturiert. Ich meine, da sieht man jetzt eine kleine Blase, ne? Hier. Also ich weiß, wenn die jetzt gar nicht rausgehen sollte, dass man da ein Loch reinpiekt und dann die Luft dadurch entweicht. Ich versuche die jetzt immer ein bisschen rauszurakeln, aber... Die stört mich jetzt auch nicht so doll. Ich habe hier hinten eh immer Deko stehen. Und dadurch, dass das sieht man, das so ein bisschen strukturiert ist, fällt das auch gar nicht so doll auf. Hier, die stört mich. Seht ihr das? Das stört mich. Das muss kleben. Aber ansonsten, ja, sieht gleich ganz anders aus. Ich bin mir jetzt tatsächlich gerade unsicher, ob ich es mag. Aber das Gute ist, ich habe es nicht lackiert. Ich kann es jederzeit wieder abrupfen. Das ist einfach nur zack. Dann ist das Ding weg. Nice. Sehr, sehr nice. Jetzt über, aber ich glaube, ich muss das hier hinten auch noch machen, oder? Ich glaube, ich muss die Ecke hier auch noch machen, weil sonst sieht das so nicht gewollt und nicht gekonnt aus. Ja? Dann bereite ich das da mal vor, wa? So, Dele, das ist das Ergebnis. Die ist jetzt schwarz und dahinter den Streifen habe ich auch nochmal in dunkel gemacht. Da waren noch so kleine Abdeckhäubchen von irgendwelchen Schrauben, die habe ich da jetzt einfach wieder durchgepiekt und draufgesetzt. Das ist das Ergebnis. Und jetzt würde ich sagen, dekoriere ich das mal und mal gucken, wie es dann wirkt. Et voilà, das ist das Ergebnis. Ich muss mich, glaube ich, noch dran gewöhnen. Also ich finde es eigentlich ganz geil, weil es ist total anders. Aber ich muss mich echt noch dran gewöhnen, weil es jetzt so dunkel ist. Guckt euch das mal an. Aber irgendwie ganz schön. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich das hier nochmal dunkler mache. Tja. Aber, wie ihr seht, kann man echt mit kleinen Mitteln ganz viel machen. Also das ist gar nicht so schwer. Also ich sag mal, gerade sowas ist total leicht. Oder halt jetzt das Bekleben. Es gibt immer irgendwas, was man leicht machen kann. Und was mich auch viele gefragt haben, das zeige ich euch jetzt noch kurz zum Abschluss. Und dann, glaube ich, reicht es auch erstmal mit diesem ganzen Do-it-yourself-Kram. Upsi, pupsi. Ich werde ganz oft gefragt, wie ich meine ganze Deko draußen und auch drinnen befestige. Und das zeige ich euch. Moment. So, gefunden. Und zwar benutze ich dafür solche kleinen Haken. Das sind eigentlich Gardinenhaken. Da werden nämlich normalerweise die Gardinen daran aufgehangen und dann hängt man das oben über so eine... über so ein Draht drüber. Mache ich nicht. Ich befestige damit alles Mögliche. Angefangen zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier gerade von meinem Schild über das Ding da zum Aufhängen. Plus den kleinen süßen gestrickten Wohnwagen. Gehäkelt? Ich weiß es gerade nicht. Habe ich geschenkt bekommen. Das hängt alles an solchen Teilen. Wo man es auch gut benutzen kann, ist hier. Ich habe hier so ein Utensilo. Da habe ich das zum Beispiel auch fest, ne? Hier hängt das und dann habe ich da meine Schlüssel dran. Und was man halt auch machen kann, das geht natürlich nicht mit schwerer Deko, sondern nur mit leichter Deko. Ich habe noch hier von meinem Vorzelt, welches ich ja nicht mehr nutze aktuell, warum ist hier Licht an? Da kann ich zum Beispiel die Hakenseite reintun und dann kann ich hier was aufhängen. Sei es eine Wimpelkette oder keine Ahnung was. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich das so rum befestigt habe und dann hier festgemacht habe und dann kann ich hier was reinhängen. Natürlich nicht zu schwer, ne? Weil das fliegt sonst ab, aber kleine Deko ist total möglich. Von daher, lasst euch was einfallen. Man kann so viel machen, ne? Ich habe hier Teppiche, das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil es gerade so unaufgeräumt ist. Aber ich habe auch neuen Boden verlegt. Also das kann ich euch zeigen. Ja, also ich habe hier
Ne? Ich habe hier einen neuen PVC-Boden reingelegt. Klar, wenn man jetzt wahrscheinlich so direkt in die Ecken guckt, ist es nicht perfekt, aber für mich reicht es völlig aus. Darauf habe ich dann jetzt hier so einen bunten Teppich. Da vorne ist noch ein bunter Teppich. Und man kann einfach spielen und sich einfach ausprobieren. Und das Coole ist meistens, also die meisten Sachen, es sei denn, man lackiert echt richtig dolle, die meisten Sachen kann man wieder umändern, wenn man keinen Bock mehr drauf hat oder wenn man es ändern möchte. Kissen, so leicht auszutauschen. Dekodecken, so leicht auszutauschen. Von daher, dekomäßig kann man echt Gas geben, wenn man Bock drauf hat und wenn man diese Zeit investieren möchte vor Ort. Das tue ich. Ich habe da große Freude dran, aber es gibt auch Leute, das weiß ich und das ist völlig legitim, die sagen, boah, so viel Dekoration, du bist doch verrückt. Ich mag es. Ich mag auch gerne viele Lichterketten und. Von daher, jedem das Seine. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so.